Hast du dich schon mal gefragt, woher Xavier Naidoo seine ganzen Infos hat? Leon Lovelock, Kollega und er, wo haben die ihr geheimes Wissen denn bitte her? Sie sagen, sie würden die Eliten aufdecken, doch in Wirklichkeit stecken sie mit ihnen unter einer Decke. Denk mal drüber nach. Ist doch komisch, oder? Zu den Infos, die sie haben, gibt's eigentlich keinen Zugang. Als wäre das reiner Zufall, als hätten die Mächtigen da oben den Ordner mit ihren geheimen Plänen und Informationen aus Versehen falsch adressiert und an Xavier geschickt. Und wenn's so ist, dann liest er das doch nicht, er ist permanent bekifft. Nee, das Ganze lässt sich leicht erklären. Die Wahrheit ist nämlich, dass sie zum Satanistenkreis gehören. Ja, ich schwör, sie machen ein auf Sherlock Holmes in Interviews. Doch Xavier, Felix und Leon ernähren sich von Kinderblut. Alles, was sie von sich geben, ist gelogen. In Wahrheit gehören sie zu denen da oben. Manipulieren uns und zählen ihre Millionen. Sie sind Teil der Pyramide, sie sind Pharaonen. Dämonen. Der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit deiner Deus Maximus-Jogginghose. Pharaonen, trau keinem Promi, ist ein Promi, also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge. Eva Herrmann will deutsche Familien aufrechterhalten, doch lässt sich scheiden von dem Vater ihres Sohnes. Sie wollen, dass wir ihnen folgen, weiter schlafen und gehorchen, doch jetzt heißt es guten Morgen. Wacht auf! Öffnet eure Augen und betrachtet einfach mal die harten Fakten. Okay. Wenn man die Buchstaben in Xavier Naidoo, Leon Lovelock und Felix Blume in Zahlen umwandelt und addiert, ergibt das 387. Die Quersumme davon ist 18. In 18 steckt 3 mal die 6. Da weiß man auch wieder, wer dahinter steckt. Vergiss die Boss-Transformation. Im Ernährungsplan, den wir bekommen, steht nichts von Adrenochrom. Wenn dir jemand sagt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann frag dich, woher weiß er das? Dieselben Leute, die meinen, dass die Kondensstreifen dich betäuben, halten dir nen Joint hin, bis du davon überzeugt bist. Jeder weiß, 9-11 war ein Inside-Job. Wenn's jeder weiß, war's dann überhaupt ein Inside-Job? Die Verschwörungstheoretiker kontrollieren deinen Kopf und Google kriegt deine Daten, während du ihre Videos glotzt. Alles, was sie von sich geben, ist gelogen. In Wahrheit gehören sie zu denen da oben. Manipulieren uns und zählen ihre Millionen. Sie sind Teil der Pyramide, sie sind Pharaonen und Dämonen. Der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit deiner Deus Maximus-Jogginghose. Pharaonen, trau keinem Promi, ist ein Promi, also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge. Herrmann will deutsche Familien aufrechterhalten, doch lässt sich scheiden von dem Vater ihres Sohnes. Sie wollen, dass wir ihnen folgen, weiter schlafen und gehorchen, doch jetzt heißt es guten Morgen. Alice Weidel ist ein lesbischer Reptilienmensch und brütet ihre Eier mit Angela Merkel im Bett. Uwe Steimle ist ein Blutmagier, der seine Kinder impfen lassen hat in den USA. Dieser Fitz gibt sich blauäugig und blond, doch ohne Linsen und Perücke sieht sie aus wie Anne Frank. Björn Höcke hält im Fernsehen zwar die Fahne hoch, aber hinter den Kulissen setzt er sich ein für die Migration. Puh.